Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Cornelius von Lessen, energetischer Heiler. Angst vor Spinnen, Mäuse, Ratten und anderen Tieren. Das ist das Thema. Ja, da sind wir so in Phobien, ne? Also, es geht um die ungewöhnliche Angst letztendlich, ne? Die kommt schon mal vor. Das wollen wir uns mal anschauen. Laden wir mal alle recht herzlich ein, dass so eine ungewöhnliche Angst, und dass man jetzt so ein bisschen Respekt hat vor diesen Tierchen. Spinnen, glaube ich, braucht man weniger Respekt haben, es sei denn, es ist so eine große Tarantula. Aber die Kleinen sind ja eher das Stören letztendlich. Von denen geht keine Gefahr aus. Normalerweise letztendlich natürlich von der Maus auch nicht. Eine Ratte kann ein bisschen was anderes sein, ne? Und anderen Tieren. Aber wir wollen das alles in einem Paket jetzt mal abarbeiten. So, jetzt geht's los. Ja, machen wir das mal. Bitte um Löschen. Ich mach mal das Karma weg. In meiner Version haben wir auch viele solche Ängste einfach übernommen von den Vorfahren. Das sind unsere Eltern natürlich prädestiniert. Oh, das juckt hier. Von früheren Leben. Ne? Bitte um Löschung des Karmas der Mutterlinie in allen Dimensionen, allen Zeiten. Löschung, Vorschein, Löschung mit dem Gerstlöschung, das gleich. Bitte um Löschung des Karmas der Vaterlinie in allen Dimensionen, allen Zeiten. Löschung, Vorschein, Löschung mit dem Gerstlöschung, Schulters gleich. Und bitte um Löschung des Karmas aus früheren Leben in allen Dimensionen, allen Zeiten. Löschung, Vorschein, Löschung mit dem Gerstlöschung, das gleich. Und bitte um Löschung des Karmas aus diesem Leben, allen Dimensionen, allen Zeiten. Löschung, Vorschein, Löschung mit dem Gerstlöschung, das gleich. Manchmal verknüpfen wir auch Ereignisse. Deswegen sage ich, dann hat man, man sieht eine Spinne und gleichzeitig fällt irgendwas um oder sonst was. Also, dass sich damit irgendein Stress verbindet oder Mutter schreit. Und wir übernehmen diese Ängste, die andere gehabt haben. Ne? Also, oder muss nicht die Mutter sein, kann auch ein Bekannter sein oder Bekannte. Ne? Gut, jetzt schauen wir mal. Sich also angegriffen fühlen, das nehme ich nochmal aus dem System von allen jetzt raus. Innere Gelassenheit, innere Freude sind eigentlich nur Tiere, ne? Denen irgendwo irgendwas, eine Idee übergestülpt worden ist, die sie gar nicht erfüllen. Ne? Also eine kleine Spinne ist eine kleine Spinne, die wird nie im Leben was machen können. Ne? Gut. All den Ekel nehmen wir nochmal aus dem System von allen Beteiligten jetzt raus. Und innere Gelassenheit, innere Frieden spüren wir nochmal ein. Sind ja auch Verhaltensweisen von vorherigen Generationen, die dafür gesorgt haben, dass wir das so verknüpft haben. Ne? Vielleicht war es vorher ja, also jetzt eine Mäuserattenplage war sicherlich nicht gesundheitsfördernd, ne? Das kann man schon sagen. Also alle Ideen, die wir mit unseren vorherigen Generationen verbinden, nehme ich nochmal raus. Und innere Gelassenheit, Frieden spielen wir ein. Sich mir so mal der realen Größe bewusst werden. Also eine Spinne kann ja ganz klein sein, ein paar Millimeter, ein bisschen größer auch. Also die großen lassen wir jetzt mal außen vor, die gibt es hier eigentlich nicht. Und manchmal werden ja auch diese harmlosen, wie heißt sie, diese Feldmücken, diese langen Beinchen haben, das sind keine Spinnen, das sind einfach nur ich weiß gar nicht, was sie machen, die bestäuben irgendwas. Also das sind noch nicht mal Spinnen, die werden als Spinnen dann angesehen, ne? Die mit diesen langen Beinchen. Normalerweise muss man sie rausnehmen und dann in die frische Luft nach draußen transportieren. Ne? So. Das Gefühl, wehrlos zu sein gegenüber dieser kleinen Kreatur, das nehme ich nochmal raus. Und die tatsächliche Größe und diese Kräfteverhältnisse mal wirklich einschätzen zu können, dass wir ja bei den Spinnen oder so, dass wir da mit einem Fingerdruck sie schon töten könnten, wenn wir wollen.
aber nicht sollten, das will ich jetzt hier gar nicht propagieren, sondern es geht mir nur darum, dass wir das reine tatsächliche Kräfteverhältnis mal einschätzen können. Das gilt auch für eine Maus und für eine Ratte per se, ne? Abgesehen, dass man sich nicht beißen lassen sollte, ne? Aber eine Maus beißt eigentlich nicht, wenn man sie nicht in die Enge treibt. So. So, sich irrational bewegen, das nehme ich nochmal aus dem System jetzt raus. Und innere Ruhe und innere Gelassenheit bewahren und einfach mal versuchen, auch diese Schönheit dieses kleinen Tieres dann zu erkennen und zu sagen, auch eine Maus, es kann sehr niedlich sein. Es gibt ja Leute, die haben Mäuse und Ratten als Haustiere, ne? Spinnen auch, man kann auch Spinnensammler sein. Den inneren Stress nehmen wir nochmal aus dem System von allem raus. Innere Gelassenheit spielen wir nochmal ein. Die Unfähigkeit, diese Tiere tatsächlich anzusehen, das nehme ich aus dem System von allen jetzt raus. Und die Tiere tatsächlich mal sich genau anzuschauen. Eine Spinne genau anzuschauen, eine kleine Maus sich anzuschauen, auch eine Ratte sich anzuschauen. Und gelassen dabei bleiben, das spiele ich jetzt nochmal bei allen ein. Nehmen wir mal diese Angst aus dem gesamten Körper jetzt raus. Angst als Energie. Alles, was mit dieser Angst zu tun hat, dieser irrationalen Angst, diese unverhältnismäßigen Angst, dass diese kleinen Tierchen da als Bedrohung wahrgenommen werden, das nehme ich jetzt nochmal vollständig aus dem System aller Beteiligten jetzt raus. Innere Gelassenheit, Freude spüren wir nochmal bei allen ein. Es ist natürlich auch sowas wie so eine Zivilisationskrankheit, muss man auch sagen, ne? Weil wir den Kontakt zu den Tieren ein bisschen verloren haben. Wir leben in einem sterilen Haus, glauben, das wäre normal und das ist nicht die Normalität. Die Normalität wäre, dass wir draußen mit ganz vielen Tieren zu tun haben, ne? Also dieses Sterile und Sterile nehme ich nochmal aus dem System von allen jetzt raus und die wahre Natur zu erkennen und auch zu schätzen zu können, das spiele ich nochmal ein. Wir früher uns jetzt auf dem Waldboden hingelegt haben und da sind die Tierchen über uns gekrabbelt. Das hat sich, kein Mensch hat sich drin gestört. Also am Ende hat man sie abgeputzt und das war das so. Aber das sind wir nicht mehr gewohnt, ne? Weil wir zivilisatorisch sterilisiert sind, ne? Dieses sich sterilisiert fühlen, das nehme ich jetzt, oder in der sterilen Welt leben zu wollen, die Idee nehme ich uns nochmal allen jetzt raus. Und sich mit der Natur bewegen können, das spiele ich jetzt bei uns allen ein. Die Angst, dass dieses kleine Wesen mich angreifen könnte, das nehme ich nochmal aus dem System von allen jetzt raus. Und das Wissen, dass das um ihr eigenes Überleben mit Sicherheit nicht tun wird, weil kein Mensch greift einen Elefanten an, ne? mit bloßen Händen. Und so sehen die Tiere das auch, die wissen, welche Chancen sie haben, nämlich keine. Ne? So. Wenn es mich beißen würde, die Angst vor gebissen werden, das nehme ich auch nochmal aus dem System von allen jetzt raus. Ja, dann beißt es eben. Ne? Ich meine, wir haben jetzt, wenn wir dann uns überängstlich sind, können wir nachher nochmal uns den Tetanusspritzen geben lassen, aber oder irgendwas, die Wunde nochmal reinigen, aber in den meisten Fällen, gerade bei diesen Kleinsttieren, also wenn wir jetzt von Spinnen, da passiert gar nichts. Ne? So, in den meisten Fällen.
Angst ist ja so eine Grundüberlebensmodi, wenn man so will. Der Grundüberlebensmodi gibt es drei Formen. Angriff, also wir schlagen die Spinne tot, Flucht, wir rennen nach schreiend raus und Starre, wir schauen sie und können uns nur an und können uns nicht mehr bewegen. Es müsste in diesem Fall noch ein vierte Modi geben, sagen, keine Angst haben, weil alles ist grundlos in diesem Fall, alles ist grundlos. Es ist diese drei Verteidigungsmechanismen braucht es nicht bei diesen kleinen Wesen, wenn wir jetzt vor allen Dingen bei den Spinnen sehen. Ne? Also grundlos Angst zu haben, nehme ich jetzt nochmal raus. Und auch diese drei Grundformen, Angriff, Starre und Flucht, mal loslassen. Es ist kein Grund, es ist keine Gefahr da, es ist keine Gefahr da. Du bist in Sicherheit, es ist keine Gefahr da. Du bist in Sicherheit, du bist in Sicherheit. Es ist ein kleines Tierchen, was sein Leben gerne weiterführen möchte und ohne uns von uns möglichst davon aus der Bahn gebracht zu werden. Das spiele ich nochmal ein. So. Diese Angst, die man vor bestimmten Dingen sicherlich haben soll, auf so Kleinigkeiten zu projizieren. Das nehme ich nochmal aus dem System jetzt raus. Und innere Gelassenheit, inneren Frieden spiele ich jetzt ein. Also wenn ich das so richtig kenne, die meisten, die meinetwegen so eine Spinnenphobie oder sowas haben, dann werden die von dem Psychologen so mit so einer Konfrontationsstrategie behandelt. Das heißt, man schaut sich die Spinne als Beispiel im Glaskasten an, man nähert sich dieser, bis man dann atmen kann wieder. Ne? Also diese Konfrontationsstrategie. Das können wir jetzt hier so nicht machen, aber einfach mal relativ die Relation zu sehen. So eine kleine Spinnchen, 2-3 Zentimeter oder 1 Zentimeter oder ein paar Millimeter, ist die Mühe nicht wert, ne? Sich aufzuregen. So, jetzt schauen wir nochmal. Angst. Alle Ängste nehme ich nochmal aus dem System raus und Gelassenheit spiele ich jetzt ein. Die eigene Größe zu verkennen, das nehme ich jetzt nochmal aus dem System von allen raus, und die eigene Größe und die realistischen Gefahrenmomente einschätzen zu können, das spiele ich jetzt ein. Generell die Tiere als Gefahr anzusehen oder die Natur als Gefahr anzusehen und so entfremdet haben, dass wir die Natur als Gefahr ansehen, das nehme ich nochmal bei allen raus und realistisch Gefahren einschätzen zu können, und die geht nicht von der Spinne aus. In der Regel nicht. Das spiele ich nochmal bei allen ein. Sich zu ekeln. Ekel ist ja auch so eine Abwehr. Sich zu ekeln, das nehme ich jetzt auch nochmal aus dem System jetzt raus. Und gelassen zu bleiben. Ein kleines Tierchen, was ihr sein Leben sich aufbauen will und seine Dinge macht, die uns jetzt stören können oder auch nicht stören können. Aber im Prinzip her will es eigentlich von uns, mit uns nichts zu tun haben. Außer es ist, hat so einen kleinen Verstand, dass es nicht begreift, was so eine Spinne vielleicht bei möglich ist. Diese
Tierchen als Begleiter im Leben zu sehen und denen das Lebensrecht auch zuzuschreiben. Und sie, wir haben vorhin darüber gesprochen, Andreas hat gesagt, er setzt die Spinnen dann auch ins Freie. Das ist vielleicht die richtige Vorgangsweise, mit so einem Gefäß einzufangen, Papier darunter zu schieben und dann die Tierchen in die Freiheit zu setzen. Und sie aus unserem Feld zu entfernen, das spiele ich jetzt nochmal bei allen ein. So. Was fehlt noch? Dieses Adrenalinausschüttung, dieses Angstgeschichte, die nehme ich nochmal aus dem System von raus, diesen Reflex, oh, da ist was Unbekanntes, und sich einfach mal nochmal diese Relationen wahrzumachen. 60, 70, 1,60 Meter Frau oder 1,80 Meter Mann gegen eine 2 mm, 3, 4, 5 mm Spinne. Es ist keine Gefahr und kann auch niemals eine Gefahr sein. Das Wissen spiele ich jetzt nochmal bei allen ein. Und die ganze Schönheit dieser Tiere sich auch mal betrachten. Das kann man bei einer Spinne ganz schön zu machen. Und sich sie mal direkt anzuschauen, wie schön die Natur die gemacht hat und elegant die gemacht hat. Also sie können ja die Wände hochlaufen und querlaufen. Dass es ein Wunder der Natur ist, das seine Nische gefunden hat in bestimmten Bereichen. Und wenn man es ganz klar bei den Spinnen sieht, die meisten sind ja auch noch für uns Nützlinge, ne? Fliegen ein und so weiter. Ne? Gibt auch andere, die was anderes machen. Ich glaube, nicht alle fangen Fliegen, ne? Ist ja klar. So. Sich mal mit den Tieren beschäftigen. Vielleicht mal ein Buch über Spinnen kaufen. Und mal ein bisschen drüber leben, ihre Verhaltensweisen, ihr Leben, was sie machen. Sich also wirklich mal konfrontieren mit der Geschichte und mal sich dafür interessieren, was treiben die dann in Wirklichkeit. Dass das nicht diese Horrorspinnen sind aus einem Horrorfilm, sondern dass es Mini-Wesen sind, die vollkommen legal und in unserem Leben sein dürfen und auch können und in der Natur zu Millionen gibt und es überhaupt nicht schaden. Das Wissen spiele ich jetzt nochmal bei allen ein. Jetzt fühlt es sich ein bisschen besser an. Ist gar nicht so einfach. Diese Angstgeschichten sind schon komplex. Ne? So. Ich bin der Freund aller Tiere oder die Freundin aller Tiere. Ich beschütze die Tiere. Ich bin der Freund der Tiere. Ich beschütze die Tiere. Ich schätze die Tiere, ich wertschätze die Tiere und gönne ihnen ihren Lebensraum. Das spiele ich jetzt nochmal bei allen ein. Ja. Am Ende müssen sich der Angst stellen. Das ist die einzige Vorgehensweise, wo sie dann den letzten Schritt machen. So ein bisschen energetisch habe ich es jetzt für sie gemacht, dass sie die Tür aufmachen, dass sie in der Lage sind, diese Angst zu stellen. Und die Ängste schaffen Räume, kleine Räume, in denen wir uns dann bewegen. Und durch so eine Angsttür durchzugehen und die aufzumachen, das ist ja eigentlich unser Leben, dass wir unsere Freiheit wiederbekommen, unsere Dimension wiederbekommen. Und wenn sie das schaffen, sich tatsächlich immer mit auseinanderzusetzen, dann gewinnen sie eine ganze Menge. Die Angst vor diesen kleinen Tieren ist ja stellvertretend für auch andere Ängste. Ne? Lösen sie das bei den kleinen Tieren, dann lösen sich auch andere Ängste, wie so ein Domino fallen die dann zusammen, weil realistisch ist das nicht, was wir da für Ängste entwickeln. Ne? Ja, das soll es sein. Ängste, Spinnen, Mäuse, Ratten oder sonstigen kleinen Tieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut, schalten Sie wieder beim nächsten Mal ein. Schauen Sie es gerne auch mal ein paar Mal öfters an. Vielleicht wirkt das dann auch für Sie. Machen Sie es gut. Bis dann.